Hallo, herzlich willkommen zum gemeinsamen Blättern in alten Modellbahnen, Zeitschriften und Katalogen. Mir fiel gestern von den Berliner TT-Bahnen, wie man sehen kann, diese alte Zeitschrift ins richtige Gleis in die Hände. Und ich dachte, ach, eigentlich ist das doch auch eine, die man ruhig mal teilen sollte. Weil ich finde, die ist eigentlich ja, was Besonderes. Es ist nicht das übliche, oh, wir stellen Gleispläne vor oder hier habt ihr einen Katalog, welche Loks und Waggons damals zu kaufen waren, sondern rechter Hand gesucht und schnell gefunden, die Inhaltsangabe. Da ging es darum, im Prinzip von Anfang an gut begleitet zu sein. Und wenn man hier oben hochschaut, sieht man so ein bisschen, ja, es ist etwas kindlich gemacht. Und das war auch genau so gedacht, weil wenn ich einfach mal weiter blättere, eine Doppelseite, Peters erste Hobbyfreude. Es sollte halt wirklich die jüngere Generation ansprechen. Und seien wir doch mal ehrlich, Modellbahn ist jetzt nichts nur für Ältere, sondern ich finde auch und gerade für Jugendliche, für Kinder ist das eigentlich ein tolles Hobby, das man auf verschiedenen Ebenen sicherlich betreiben kann. Und hier werden die verschiedenen Ebenen eigentlich in dieser Zeitschrift ganz gut durchleuchtet. Fängt nämlich super simpel hier an, dass man einfach sagt, okay, welche Reihenfolge, ne, er ja, kauft das Set oder bekommt es geschenkt, auspacken, entdecken, die Gleise zusammensetzen, alles anschließen, ersten Loks und Waggons aufgleisen, Stecker in die Steckdose und ja, der erste Zug fährt. Also dieses absolut Triviale, wie funktioniert erstmal grundsätzlich das Ganze, wie einfach kann es funktionieren? Und dann geht es natürlich weiter. Überschrift, und jetzt steigen wir voll ein, sprich, das eben ist natürlich das absolut Trivialste, dass man einfach ja, eine Teppichbahn sich quasi bauen kann. Voll einsteigen heißt dann, es soll eine richtige Platte entstehen, man will auch entsprechend Weichen haben etc. Und ja, auf diese Weise kann man hier jetzt durchgehen, Erläuterungen zum Gleisplan, Bearbeitung einer Grundplatte, Beschotterung, wie funktioniert es, belegen, verlegen, Entschuldigung der Gleise, wie sieht der Gleisbedarf für dieses konkrete Beispiel dann aus? Und ja, dann bekommt man halt viele Infos einfach als Anfänger, weil das ist natürlich aus einer Zeit, als es an YouTube etc. noch gar nicht zu denken war, so dass man nicht einfach Internet aufmachen konnte und nachgucken konnte, sondern ne, da musste man das Ganze noch schriftlich geliefert bekommen. Und das wurde hier auch richtig schön gemacht. Netzanschlussgeräte, auch für den Fahrbetrieb mit zwei Zügen gleichzeitig, wurde halt präsentiert. Verdrahtung leicht gemacht, was ich ganz toll finde für wirkliche Anfänger einfach. Es ist wirklich leicht nachzuvollziehen und einfach beschrieben. Dazwischen immer wieder bunte Bilder, aber halt auch viele Infos, zum Beispiel Tastenpult. Hier ist gleich die Bestellnummer mit drauf. Man hat das Tastenpult nochmal abgebildet. Es gibt entsprechend Erklärungen hier rechter Hand noch dazu. Ja, super, ne? Momentstrom, Dauerstrom, Taste halt kurz niederdrücken oder die Taste nach oben kippen. Für wirkliche Anfänger, die das noch nie gehabt haben, finde ich, ist das richtig super. Und entsprechend, wie gesagt, kann man dann hier wirklich durchgehen vom Einfachen zum Komplizierten. Das heißt, es wird das Gleissystem vorgestellt. Gerade und gebogene Kreise mit den verschiedenen Radien, mit den verschiedenen Winkeln, die wir hier haben. Es geht um die Weichen dann andererseits natürlich auch, weil ohne Weichen ist das ja doch nicht wirklich vorstellbar. Also ja, ein Oval, aber ne, keine richtige Bahn. Und dann das Umsetzen des Weichenantriebs, wie funktioniert es entsprechend? Gleisfiguren mit einfachen Weichen, wenn ich welche Winkel nehme, sehe ich hier rechts unten. Ich schicke es euch mal ein bisschen weiter ins Bild rein. Wie gesagt, wenn ich welche Winkel hier nehme,
in die eine Richtung, dann in die andere Richtung zurück, wie groß ist dann der Abstand einfach zwischen meinen parallelen Gleisen? Das ist ja doch nicht so unbedingt intuitiv, auf den ersten Blick vielleicht ersichtlich. Was haben wir dann noch? Genau, natürlich die einfachen Weichen sowie auch rechte Hand dann die Innenbogenweichen. Immer Linksweiche, Rechtsweiche mit den Bestellnummern. Im Allgemeinen auch mit den Anschlussbildern. Wie muss ich das Ganze dann verkabeln? Ein paar sogenannte Standardgleisfiguren, sprich, wenn ich jetzt diese Weiche nehme, wie kann ich sie zum Beispiel anschließen, mit welchen Radien, welchen Winkeln kann ich die verknüpfen, um dann halt ein optimales Ergebnis zu erzielen. Und ja, dann geht's weiter. Wir werden komplizierter. Doppelkreuzungsweiche. Inklusive, wie gesagt, immer Darstellung, Anschluss, allem drum und dran. Dann haben wir den Antrieb für unsere Gleise, für unsere Weichen vielmehr. Wie macht man es? Umsetzung eines Weichenantriebs. Ist ja doch auch, wenn man das erste Mal macht, so rum, nicht unbedingt trivial. Entsprechend auch Kreuzungen, wie verlegt man das Ganze, schön auseinandergenommen, die verschiedenen Gleise verschiedenfarbig markiert, dass man hier, wie man es hier sieht, dann zum Beispiel zwei unabhängige, in Anführungsstrichen, unabhängig zu betreibende Gleisovale in dem Fall hat, die getrennt angesteuert werden, aber so, dass die Züge trotzdem von dem einen Oval natürlich ins andere Oval kommen. Sicher, heutzutage bekommt man auch das als Fertigweichen, aber ja, man kann es halt auch so ganz normal bauen. Dann für diejenigen, die ein bisschen größere Herausforderungen suchen, ein Bild von einem echten Bahnhof und linke Hand bzw. Rechtshand oben. Ein paar, sagen wir, sehr komplexe Bahnhofssituationen mit sehr vielen parallelen Gleisen, was ich persönlich auch gar nicht schlecht finde. Ich finde, es muss nicht immer irgendein annäherndes Oval, egal wie formschön oder unschön es entartet ist, sein. Es muss auch nicht die 8 sein. Manchmal kann es auch einfach nur ein großer, langgestreckter Bahnhof sein mit viel Rangiermöglichkeit. Dann natürlich noch, ich muss das Ganze irgendwie betreiben. Da wird dann entsprechend der Polymatik vorgestellt. Es wird der Zeitschalter vorgestellt, das Gleichrichtergleis vorgestellt. Wie mache ich es halt? Bis hin zu dem Thema Signale. Wo kommen sie hin? Hier rechts oben, man sieht schön, wie werden sie verdrahtet. Wie gesagt, ist für absolute Anfänger. Und wenn man das erste Mal macht, ist, glaube ich, so eine Hilfestellung. Ja, wie der Name sagt, Hilfestellung, richtig hilfreich. Ja, Signale geht noch weiter, Hauptsignal, Vorsignal, das Gleissperrsignal, das Abdrücksignal. Ihr seht, es ist einfach, viel, viel los. Oder auch hier die Kombination, Gleissperrsignal mit Hauptsignal koppeln. Wie wird das Ganze dann entsprechend verdrahtet? Ist wahrscheinlich selbst für den einen oder anderen, behaupte ich jetzt mal, von uns vielleicht auch nicht unbedingt trivial. Zumindest ich bin jemand, der noch nie Gleise gebaut hat. Also zumindest auf mich trifft das dann zu. Ich müsste mir genau überlegen, wie ich das jetzt 100% exakt verdrahte. Und da finde ich, ist das hier dann, egal wie alt diese Zeitschrift ist, immer noch eine deutliche Hilfe. Und ihr seht, es geht noch mal weiter, auch zu den Lichtsignalen natürlich hin, die man dann auch braucht. Und ja, wenn man dann hier rechts guckt, Lichthauptsignal mit Gleissperrsignal, Zugbeeinflussung und automatischer Rückstellung. Eieiei, das wird dann wirklich langsam komplex. Also ja, Hilfe für mich absolut. Und so langsam merkt man dann, dass es in die feineren Details geht.
Nach den ganzen Signalen ist natürlich auch die Frage, im Realen haben wir Bahnübergänge. Wie kann ich es machen? Und da werden hier zwei verschiedene Schaltversionen, also in Szenarien im Prinzip, dargestellt. Dann noch ganz wichtig, die Fahrstromversorgung selbst. Das war ja jetzt nur in Anführungsstrichen zum Beispiel zum Schalten der Signale, wo wir dann Strom brauchen. Jetzt natürlich auch zum Fahren selbst. Ja, hier rechts oben sieht man drei getrennte Fahrkreise, wie die dann entsprechend verdrahtet werden. Und es sind dann auch komplexere Szenarien einfach beschrieben. Wie funktioniert das, wenn ich gewisse Zugabschnitte definiere und sage, ich will die Möglichkeit haben, hier in diesem Abschnitt einfach mal, weil es zum Beispiel Bahnhof ist, ich mehrere Gleise parallel habe, einen Zug stehen zu lassen, während der andere fährt. Wie müsste ich das verdrahten? Und dann haben wir hier rechts unten halt so ein, sagen wir, etwas komplexeres Gleissystem mit ganz vielen Möglichkeiten zum Rangieren, zum Betreiben. Ja, wo kann ich wie hinfahren? Fahrtrichtung durch Pfeile markiert, habe ich halt einige Gleise, die in beide Richtungen befahren werden können, andere Gleise nur in eine Richtung. Ja, ist, wie gesagt, aus meiner Sicht, ich kann es nicht oft genug betonen, eigentlich super hilfreich, bis hin zu diesem Thema dann. Wendeschleifen ist für mich nochmal ein ganz großes Thema für sich. Ja, wie gesagt, heute gibt es oft auch andere Möglichkeiten, so etwas zu lösen. Aber das hier sind so diese bodenständigen Lösungsansätze, die definitiv auch heute noch problemlos funktionieren, wenn man es richtig macht. Und wenn die Anlage groß genug ist, ihr kennt meine Anlagen vielleicht, hoffentlich, die sind alle relativ klein. Ich brauchte bis jetzt keine Wendeschleife, aber gerade die größeren Anlagen, die dann nicht vielleicht irgendwo auf der, ich wollte sagen, zweiten Ebene, eigentlich müsste man sagen, minus ersten Ebene, einen Schattenbahnhof haben, wo man dann runterfährt und unten alles neu von den Zügen her ausrichtet, von der Fahrtrichtung etc. und von da, wo sie wieder hochkommen, dann ist so eine Wendeschleife 100% und super praktisch. Dann sind wir aber definitiv nun fast schon am Ende. Es wird noch die Möglichkeit eines Schalttisches vorgestellt, wo man dann ja diese vielen kleinen Schaltmöglichkeiten hat, wo der Gleisplan für die kritischen Stellen, also meist, wenn ich hier rechts rüber gehe, im Prinzip für so einen etwas komplexeren Bahnhof, wo man die verschiedenen Signale einfach alle schalten muss, die Weichen schalten muss etc. und das alles auf einem Pult hat. Ja, ansonsten noch eine Doppelseite auch dem Fahrleitungsbetrieb gewidmet. Für diejenigen unter uns, die sagen, ich möchte auch echte Oberleitungen haben, nicht die häufig gefakten, die zwar durchaus schön aussehen, also spricht nichts gegen gefakte Oberleitungen. Wer sagt, ich möchte das gar nicht nutzen, es ist mir entweder zu viel Aufwand oder ich finde es dann doch übertrieben. Ich möchte meine Loks, meine Züge nur simpel durch die Gleise betreiben. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt nötig, aber wer sagt, ich habe den Anspruch, auch das hinzubekommen und meine Loks gegebenenfalls im Oberleitungsbetrieb zu betreiben. Ja, auch da gibt es dann nochmal Sachen, die zu beachten sind und auch die sind hier natürlich nur in den Grundlagen, aber dargestellt. Und ich glaube, das reicht eigentlich aus, das Wissen, was man sich hier anlesen kann, um erstmal eine Idee zu haben, wie mache ich es. Ansonsten sind wir damit auf der letzten Doppelseite. Natürlich, ein kleiner Hinweis mit Lappen, Pinsel und Staubsauger. Und ich persönlich gebe zu, so arbeite ich heute auch noch. Ich habe halt feine Lappen. Ja, ich nutze ab und zu tatsächlich den Staubsauger. Ich habe einen feinen Pinsel, beziehungsweise eigentlich zwei Pinsel, ein kleines Schwämmchen. Das Übliche, was man trivialerweise so nutzen kann. Noch ein Hinweis, der Weg in die Vertragswerkstatt
lohnt sich immer? Fragezeichen. Dann nochmal ein Hinweis, die TT-Bahn und ihr Vorbild und rechte Hand die damals aktuellen Reise- und Güterzüge-Kombinationen, die es zu kaufen gab. Auch wieder hier zum Beispiel mit Artikelnummer, wo kann man die bestellen? Allerdings nicht bei allen, sondern das ist eher die Ausnahme. Aber trotzdem finde ich, sind das recht hübsche Abbildungen mit interessanten Zugkombinationen. Ja, halt, letzte Doppelseite noch ganz übersehen. Hier ist hinten nochmal ein paar hübsche Bilder drin. Gibt es jetzt nichts groß zu sagen. Ansonsten sind wir natürlich durch. Berliner TT-Bahnen hinten nochmal drauf. Hier unten versehen entsprechend mit ein paar Hinweisen, Exporteur. Ja, auch dieser Katalog, diese Zeitschrift hatte eine Artikelnummer entsprechend. VEB Berliner TT-Bahnen, wo die Firma entsprechend war oder anzufinden war. Ja, was soll ich noch sagen? Ihr habt vielleicht an meiner Begeisterung gemerkt, ich finde diese Zeitschrift richtig gut. Das ist, wie gesagt, nicht einfach so ein Katalog oder eine Zeitschrift mit Gleisplänen, sondern wirklich für Anfänger, um die von A bis Z durchzuleiten, durch die Problematik und ihnen erste Eindrücke zu geben, sodass sie gewisse Schritte einfach selbstständig machen können. Ansonsten bedanke ich mich an der Stelle einfach fürs Zuschauen bei euch und ja, vielleicht gibt es euch auch noch die ein oder andere Idee, was ihr auch mal wieder nachlesen wolltet. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!